Politcast Uri Wahlhilfe. Am 8. März 2020 wird im Kanton Uri gewählt. Politcast Uri hat alle Kandidatinnen und Kandidaten unter 30 eingeladen für ein Videointerview. Hier ist Soraya Segesser. Sie ist 20, kandidiert zu Geschene als Landrätin, als SP-Kandidatin. Ja, Soraya, wieso kandidierst du denn überhaupt? Ich bin der Meinung, dass es zu Geschene mit der zweiten Röhre jetzt schon frischer Wind drin kommt. Und ich denke, wenn sich politisch da etwas ändert, schadet das nicht, wenn jemand Jungs eins kommt. Und wieso sollte man denn genau dich wählen? Weil ich links bin, weil ich für die ländlichen Regionen bin, weil ich mich für Göschenen einsetze und weil die Gemeinde Göschenen, weil die Wohner wissen, dass ich die richtige Person bin für den Landrat. Also in dem Fall hast du das Gefühl, dass du die politische Meinung von Göschenen gut kannst vertreten? Ja, da bin ich in der Meinung. Ich weiss, was die Wohnerinnen und Einwohner von Göschenen wollen. Ich weiss, was die Anliegen von Göschenen sind. Ich weiss, wo der Fuß drückt. Und ich versuche, das von Göschenen ab in den Landrat zu bringen. Und was qualifiziert dich denn genau als Landrätin? Was würde dich qualifizieren? Ja, ich bin JUSO-Präsidentin schon seit 2 Jahren. Ich bin auch in der Geschäftsleitung der SP Uri. Und habe mit dem viele Erfahrungen sammeln, auch mit den Delegiertenversammlungen von der SP Schweiz, auch im Gemeinderat und Einwohnergemeinsversammlungen. Und habe dort viele Erfahrungen sammeln, die ich sicher unten präsentieren kann. Und wie gestaltest du genau deinen Wahlkampf? Was machst du, dass man dich überhaupt wählt? Wir haben eine Wahlkommission von der SP, wo verschiedene Vertreter drin sind von diesen Sektionen, also Sektion Erschfeld, Altdorf. Es ist das Oberland vertreten, das Unterland, die Jungen, die älteren Leute. Und dort gestalten wir Flyer für alle Kandidaten, Stimmzettel. Und dann werden wir das alle Haushaltungen verschicken. Ebenfalls werde ich mit vielen Leuten von Göschenen Gespräche haben, sei es im Coop, auf dem Spielplatz, auf der Straße, und einfach mit den Leuten reden. Weil das, finde ich, braucht es. Also in dem Fall schauen wir uns jetzt deine Emoji-Runde zusammen an und dann stelle ich dir im Anschluss noch ein paar weitere Fragen stellen. Okay, bin ich gespannt. Ehe für alle. Wieso bist du dieser Meinung? Ich finde es gut, wenn Frauen und Männer, Frauen und Frauen und Männer und Männer können heiraten. Das ist es auch fair. Klimastreik. Und wieso findest du das? Vor allem jetzt mit der Greta Thunberg ist etwas angerissen worden, wo auf der ganzen Welt ist. Also in der ganzen Welt gehen sie streiken, schauen für das Klima. Und ich denke, jetzt werden auch die älteren Leute langsam mit dem Klimawandel und mit diesen Klimastreiken sehen, dass etwas im Tun ist und dass etwas gemacht werden muss. Europafrage. Was würdest du von einem EU-Beitritt von der Schweiz halten? Bin ich geteilter Meinung, weil es könnte Vorteile haben für die Schweiz, wie aber auch Nachteile. Aber ich habe mich da mit dem Thema noch nicht so befasst. Drogenlegalisierung war immer ein grosses Thema. Legalisierung von Cannabis, wie stehst du dazu? Bin ich dafür. Weil, wie man jetzt gerade gesehen hat, irgendwo in den USA, in einem Bundesstaat, haben sie auch gerade Cannabis legalisiert. Und dort war das alles innerhalb Stunden ausverkauft und die Gelder, die da rauskommen mit dem Cannabis, tut auch dem Staat gut. Und ich denke, wir werden somit sicher nicht AHV finanzieren können, aber sicher einen kleinen Teil davon. Und veganes Essen? Schon wieder das Brille-Emoji. Wieso das? Das Brille-Emoji heisst für mich, ich finde es spannend. Ich selber esse auch Fleisch, schaue zwar auch darauf, dass ich nicht immer oft, also besser gesagt nicht oft Fleisch esse, finde es aber super, dass es Leute gibt, die vegan essen oder vegetarisch. Ja, aber bin ich geteilter Meinung.
Also Soraya, du hast gesagt, bei veganem Essen bist du geteilter Meinung. Hast du aber das Gefühl, dass man das hier im Kanton Uri auch ein bisschen attraktiver machen müsste, dass auch mehr Urner und Urnerinnen sich für vegane Ernährung interessieren würden? Ja, ich finde das unbedingt. Weil ich würde sofort vegan essen, wenn es zum Beispiel nur schon bei uns Göschen im Coop einen veganen Abteil gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Teilpark gehe oder hier im Coop, findest du sicher so einen Kühlschrank voll veganes Essen mit Tofu-Burger, mit jenem Zeug, was es halt in den kleinen Regionen oder den kleinen Dörfern sicher nicht gibt. Das wäre sicher schon mal ein Verbesserungswunsch, den ich habe. Oder was auch cool wäre, ein veganes Restaurant. Und hast du das Gefühl, das würde der Kanton Uri attraktiver machen? Also ich habe das Gefühl, es wird sicher jüngere Leute anlocken. Mhm. So zum Beispiel, ja, zum Studieren haben wir jetzt da nicht gerade die besten Möglichkeiten. Aber ich denke, so junge Leute werden sicher da wohnen kommen, wenn es viele Restaurants gibt, wo kannst vegan essen kann, wenn es einen Laden gibt, wo kannst vegan essen kann. Ich habe eine Kollegin in Zürich, die wohnt auch in der Stadt und die kann rausgehen, die hat 2-3 Läden vor dem Haus, wo sie vegane Sachen kann posten kann. Du hast gerade ein spannendes Stichwort genannt, Studieren, Studium. Viele Urner, Urnerinnen, die studieren gehen, die kommen nach dem Studium einfach nicht mehr zurück. Brain Drain. Was hast du das Gefühl, können wir dagegen machen, hier im Kanton Uri? Das ist ein schwieriges Thema. Der Kanton Uri vielleicht attraktiver gestalten, sprich vielleicht eine Hochschule oder etwas anbauen, aber ob das etwas bringt, um die Studierenden hier anzubringen oder hier zu behalten, weiss ich nicht, ob das möglich ist. Und ich denke, mit einem tiefen Steuersatz ist das für die Jungen auch nicht so attraktiv. Das ist eher so für die reichen Leute, kommen hierher, wenn ein tiefer Steuersatz ist. Die Firmen kommen hierher, wenn es billiges Bauland gibt. Aber wie man die Jungen hier behalten kann, ist ein relativ schwieriges Thema. Du hast gerade gesagt, dass viele Reiche hier ankommen und auch die Fläche vom Kanton nutzen. Das Andermatt, Sami Saviris, die Entwicklung von Andermatt, was haltest du davon? Hast du das Gefühl, das tut am Kanton gut? Ist das eine gute Entwicklung oder ist das eher eine schlechte Entwicklung? Also ich als Göschnerin muss sagen, für uns ist es eine super Entwicklung. Wir haben viele Einwohnerinnen und Einwohner gewonnen. Dank Andermatt haben wir viele Quellensteuereinnahmen gewinnen durch das. Hankerum muss man auch sehen, das ganze Parkplatzsystem ist relativ schlecht gestaltet, dass ganz Göschen einparkiert ist. Aber ich denke, so schlussendlich ist das eine gute Sache für den Kanton Uri. Bringt wieder frischen Wind rein, bringt Touristen, die Geld liegen lassen, die sicher am Kanton gut tun. In dem Fall danke vielmals für das Interview mit dir, Soraya. Spannend. Danke noch vielmals. Danke für deine Zeit. Am 8. März 2020 wird gewählt. Hoffentlich kannst auch du deine Stimme abgeben. Bis zum nächsten Mal bei Politcast Uri.